Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück zu Train Sim World 3. Jetzt das erste Video nach dem ersten Stream hier auf unserem kleinen Kanal. Und wir fahren heute den ICE 279, kommt von Berlin, fahrend nach Basel im Teilabschnitt ab Kassel-Wilhelmshöhe nach Fulda bei dynamischer Wettereinstellung am 13. Januar in hoffentlich schneereichem Gebiet. Wir legen auch gleich direkt los. Grüße gehen nochmal raus an den lieben Jonas, an Mr. Skytrick, an Wommi, an Weissi und an Fully für eure Anteilnahme eben auf Discord, um mich nochmal so ein Stück weit abzuholen, auch wenn eigentlich die Schnellfahrstrecke ja gar kein Rocket Science Thema ist, aber ihr wisst, ich bin immer hochunsicher und von daher alles problematisch, wurde mir schnell geholfen und jetzt können wir halbwegs solide mal schon eine Runde drehen. So, ich blende mich mal aus und wünsche euch dann natürlich viel Spaß mit dem Video und jo, ich glaube, wir legen direkt los, zack, zack, auf geht's, Richtungswender nach vorne und Türen rechts auf und dann geht es hier schon los, oder? Guck mal, wie schön die Grafik ist. Also das feiere ich tatsächlich und wir stehen noch. Das ist schon echt cool. Das sieht wirklich mordsmäßig geil aus. Und ist mir schon klar, dass natürlich das auch ein Highlight ist für die ganzen Trainspotter unter euch Eisenbahn-Warnis, weil hier kann man schon echt schöne Aufnahmen mitmachen. So, wie lange haben wir noch? Gute anderthalb Minuten. Wir werfen mal... Oh, muss ich gucken. Wir machen die AFB an. Dann machen wir die AFB V-Soll. Dann machen wir die PZB. Die LZB. Schnark hat geschnackt. Die SIFA. So, und dann haben wir eigentlich alles drin. Und wenn es jetzt nicht läuft, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Aber viel kann ja eigentlich nicht passieren. So, den hier, Haupt- und Instrumentbeleuchtung, machen wir noch an. Dann machen wir die Spitzenbeleuchtung. Die lassen wir auf normal. Ist die an? Die ist an. Ist das eine Zugbegleiterin oder eine Fahrgasttuse? Ich weiß es nicht. So, und dann können wir eigentlich schon schließen. Ja, da muss ich jetzt, jetzt ist rum. Die will bestimmt zum Spotten kommen. Ach, die will gar nicht mehr. Gut, das haben wir. Den können wir hochballern. Und, ja. Dann kann es gleich losgehen. Nice, 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 nice. Also. Ich bin hellauf begeistert. Wir können uns darüber streiten, ob das viel oder wenig Geld ist, was man hierfür bezahlt und wie nötig wirklich ein Update war von TSW 2 auf TSW 3. Aber das tun sicherlich schon andere hier auf YouTube. Das ist auch gut so. Ich nehme es mal so, wie es kommt und fahre das Ding einfach runter. So, das kann ich lösen. Ach, den noch, guck mal. Zack, fast vergessen. Beim IC 3 gibt es den nicht, gell? Und dann nehmen wir mal Leistung an. Wir machen mal gemütlich. Wir machen mal auch wieder Train Gamer. Erstmal das Fenster auf. Dann bin ich gespannt, ob hier was passiert. Passiert. Auch wenn man nicht darf, Freunde. Wahnsinn, oder? Guck dir mal die Grafik an. Also mir taugt es, ja. Ihr könnt meckern, wenn ihr wollt. Ich finde es wirklich, wirklich cool. Imposant. Gut, Fenster zu. Ist es denn von draußen? Oh Mann. Die SIFA brüllt schon. Wir gehen nochmal kurz raus. Sieht man das offene Fenster? Ja, natürlich sieht man das. Brrr, wird kalt. Okay. Also, SIFA, Fenster zu. Wir werden ausnahmsweise zur Feier des Tages von TSW 3 nicht Zeitraffern, sondern fahren das Ding voll durch und ja, ihr bekommt ein paar Grafikeindrücke. Ich werde wahrscheinlich einfach die Musik ordentlich hochdrehen. Ich kann nicht die ganze Zeit dabei schnacken. So viel zu labern habe ich nämlich auch gar nicht. Die Fahrzeit beträgt, ja, ihr seht es, eine gute halbe Stunde. Das wird jetzt was werden und ja, lasst euch einfach gerne ein bisschen berieseln von den Eindrücken entlang der Strecke. Ich baue ein paar Videokapitel ein, dann könnt ihr auch schnell durchseppen, wenn ihr nicht unbedingt das ganze Video jetzt hier runterspulen wollt, was ich voll und ganz verstehen würde. Und ja, dann kann ich nur noch sagen, wenn noch nicht geschehen, lasst gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf jeden Fall über einen Däumchen von euch und ja, gerne auch eure Kommentare. Und dann düsen wir jetzt einfach mal dahin und schauen uns die ganze Geschichte ein bisschen an.
So, ein bisschen was habe ich doch noch zu erzählen, wie es mal so ist, gell? Dann hängt man hier vorne drin, fängt an zu denken. Lass mal gucken. Erstmal jetzt machen wir, jetzt hebeln wir mal hoch, Leistung, Vollgas. Obwohl, da gibt es noch Traktionsprobleme, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Da bin ich mir auch immer noch unschlüssig, wie gut und wie stark ich die Leistung jetzt anlege oder halt auch nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass wir halt Winterwetterzeit haben. Ja, und was mir noch einfällt, was ich noch sagen wollte, Grafik ist Maximaleinstellung, alles was geht, volle Henne reingehauen. Mein Setup, es ist ein Gaming-Laptop und die genauen Angaben findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung. So, wir können es auch so machen. Ein ganz schönes Lichtbrett. Zugbegegnung. Ein bisschen dunkel vielleicht, oder? Naja, ist so. Sifa. Und die Aus- und Einfahrmodis aus Tunnel raus und wieder rein. Unheimlich nice. Ansonsten bin ich gespannt, wie sich die Umfänge von TSW 2 und TSW 3 jetzt implementieren werden. Heißt, wie werden die Strecken übernommen? Sind die denn grafisch aufgewertet auf dem Niveau in der Qualität der TSW 3 Strecken oder eben auch nicht? Genauso auch die Frage hinsichtlich der Zuggarnituren, die man mit rübernimmt, wie sich das verhält. Bin ich gespannt, wie das wird. Und ich habe es noch nicht ganz geschnitten, inwieweit man jetzt hier in der Mischkultur fahren kann, ob es eigentlich möglich ist, dass man mehr oder weniger jede Garnitur auf jeder Strecke fahren könnte oder nicht. Schauen wir mal. Guck mal, wie schön. Machen wir aus hier. Sifa mal vorsorglich drücken. Können wir eigentlich noch... Nee, Leistung ist jetzt voll drin. Okay. Wahnsinn, oder? Es ist so verrückt. Ich finde es wirklich, also muss ich sagen, ich bin beeindruckt. Die Grafik boxt mich voll weg. Die ist wirklich schön, schön, schön. Fantastisch. Fantastico. So, wir gehen nochmal hier über so einem kleinen Überwerfungsbauwerk gerade ein Stück raus. Und wieder Tunnel. Ja, wenn ihr es nicht schon alle wisst, mein Kenntnisstand ist, dass ein Drittel der gesamten Strecke hier, der Schnellfahrstrecke Kassel, Fulda, Würzburg, eigentlich betunnelt ist. Von daher viel Tunnelei hier.
So, Freunde, noch 13 Kilometer. Und die LZB-Schnarre schnarrte gerade das erste Mal. Hinsichtlich dessen, dass wir ja auf den Bahnhof Fulda drauf zufahren. Nichtsdestotrotz sollen es trotzdem noch 9 Minuten sein, ungefähr bis zur Ankunftszeit. Also ist schon verrückt, ja. Das hier so 1:1 nachzustellen. Wahnsinn. So, erwartet 2:20 in 5400 Metern. Und ich sag's euch, ich schaff's hier noch. Ich schaff's noch mit der SIFA. Oder eben auch nicht. Ja, und wir hatten es vorhin auch im Discord, ob uns die AFB eigentlich komplett im Bahnhof runterbremst. Und wir sind vorhin gefahren, Fulda Richtung Kassel. Da war das tatsächlich der Fall, weil das Signal auf Rot so perfekt am Bahnhof stand, dass wir mehr oder weniger auch idealerweise auf weniger 10 Meter genau den Haltepunkt getroffen haben mit der vor dem roten Signal haltenden AFB. Nichtsdestotrotz habe ich auch verstanden, dass es nicht gang und gäbe, dass ich mich mit der AFB komplett auf Null probiere zu bremsen. Schon gar nicht sollte oder darf ich mich darauf verlassen. Und wir lassen es nochmal ein Stück weit hier drauf ankommen, aber an sich ist mir schon bewusst, ansonsten jacken wir die Bremse rein. Und sind dafür natürlich auch vorbereitet. Viele, viele lange Tunnel. Junge, Junge. Ja, und tatsächlich eignen sich einfach diese langen Schnellfahrstrecken auch wunderbar für den Stream und den wirklichen Talk, gell? Weil aus Spielesicht hat man einfach die Chance, ein bisschen zu schnacken. Dahingehend, dass du eine lange Strecke hast, die du geradeaus runterrasselst, kannst du ein paar schöne Darstellungen machen hinsichtlich Außenaufnahmen, ein bisschen was wegspotten sozusagen. Und hast halt genügend Zeit, dich solide dem Chat zu widmen. Das ist ja auch nicht immer so und bei vielen Spielen funktioniert das gar nicht. Hier in dem Fall ist meine Erkenntnis, es funktioniert. So, 2 Kilometer. Wenn wir weiterhin von der LZB geregelt sind, auch über 90 km/h, weiß ich, dass ich nicht bestätigen müsste. Mit wachsam. Bin mir auch nicht so richtig sicher, ob ich das auch alles richtig erzähle. Soweit habe ich es probiert zu lernen. So, hier jetzt 80. Sollten wir schon bestätigen, oder? Oder auch nicht? Lieber einmal mehr als weniger. Und der Checko macht es ständig. So. Aber ich glaube, ich brauche jetzt nicht machen brauchen. Wir regeln weiter runter. 1 Kilometer. Nehme ich die AFB jetzt raus. Das ist hier die Frage, gell? Aus. Wir nehmen sie mal raus. So, und sind natürlich viel zu langsam unterwegs. Ist so klar, Checo. Ach. Ja, ist halt so. Gut Ding, wir Weile haben. Was sagt der Fahrplan? Der sagt, dass wir genug Zeit haben. Und der Lokführer Checo den Fahrgästen
halt nur eine kurze Raucherpause gönnt. Ja, geht auch besser, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, angekommen. Türen geöffnet. Wunderbar. Also ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Das soll es bisher erstmal gewesen sein. Wenn noch nicht geschehen, lasst gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich über euren Daumen nach oben und natürlich eure Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt mir gesund. Noch viel Spaß mit TSW 3, wenn ihr es ja noch selbst habt natürlich. Und nächstes Video kommt bestimmt, aber ganz viel eher noch Streams zu TSW 2, 3. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.